Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von Omsi. Ich bin Player 1993000 und ich begrüße euch. Heute zeige ich euch mal eine ganz, sagen wir mal, besondere Map. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist die so besonders? Die ist natürlich wie jede andere auch eine Map eben, aber sie hat zwei besondere Gründe, warum ich sage, die ist besonders. Und der erste Grund ist, dass sie nicht im Omsi-Forum ist, sondern im OZX-Forum, also auf ausix.org. Mehr dazu später. Und der zweite Grund ist, diese Map heißt die Newcastle Pro Map. Deswegen auch noch besonders, weil sie früher nämlich kostenpflichtig war. Die ist nämlich aus England, die Map, und hat damals 5 Pfund gekostet. Und jetzt ist sie eben seit kurzem kostenlos verfügbar. Und da habe ich mir eben gedacht, jetzt ist sie kostenlos, da müssen wir schnell zugreifen und natürlich ein Video drüber machen. Und deswegen sind wir auch hier. Und die Fahrer fahren wir heute eine Shuttle-Linie, die geht ungefähr 10-15 Minuten fahren wir. Und zwar die Linie 100 nach Newcastle City Center. Wir sind hier nämlich an der Station Metro Center. Hier ist die einzige Buslinie, die hier fährt. Und es ist eben ein Shuttle-Bus, hält eben nicht überall. Und wenn wir jetzt mal kurz auf den Fahrplan gucken, fahren wir nur 10 Minuten, also ganz schnell. Also sozusagen eine Schnelllinie. Aber wundert euch, also ich werde natürlich noch mehr Videos mit zeigen, weil es so eine schöne Map ist. Ich habe jetzt noch keine Linie gefahren, aber ich sehe von Weitem aus eine sehr schöne Map, deswegen werde ich auch mehrere Videos machen. Ich werde jetzt mal die 100er zeigen und dann beim nächsten Mal werde ich noch andere Linien zeigen. Es gibt hier ganz viele Linien, die man fahren kann. Also wunderschön hier. Ja, dann fahren wir auch mal langsam los, weil wir haben ja einen Fahrplan, wir müssen gleich losfahren. So. Wie war es gesagt, wir sind ein Expressbus, also an 3 Haltestellen. Wie ihr seht, wieder ein MRNNL202 sind wir heute wieder unterwegs. Und was ihr aber noch vergessen habt zu sagen, weil wir noch kurz Zeit haben, was ich immer vergessen habe, wo ich den Bus präsentiert habe, man kann nämlich noch mehr Sachen machen. Man kommt immer mehr Sachen dazu, dass man noch was zeigen muss an dem Bus. Und zwar, wenn man hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, kann man hier noch die Klappen aufmachen, das sieht richtig schön aus. Wenn man jetzt hier nämlich... Moment. Ja, da dreht sich sogar dieses schöne Rad hier. Also das ist ganz toll. Schriftlich schick gemacht. Noch mit schönen Geräuschen. Also ganz klasse. So. Jetzt müssen wir wirklich langsam losfahren. Fahren wir auch mal langsam los. So. Weiß ich gar nicht. Also wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen chaotisch fahre. Und zwar habe ich mir diesmal mal gedacht, fahren wir mal dies. Ich bin die Strecke nämlich selber noch nie gefahren. Ich habe also vorher keine Probenaufnahmen gemacht. Jetzt fragt euch, warum ich keine Probenaufnahmen gemacht habe. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich immer gemerkt habe, ich mache immer so viele Fehler und Unfälle. Da habe ich mir gedacht, machen wir diesmal mal was ganz Neues. Und machen wir diesmal mal ohne Probenfahrt. Ja, ihr merkt schon. Und fahren wir einfach mal so los und mal sehen, was passiert. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal los. Also wundert euch nicht, dass ich das gesagt habe. Also das ist eine schöne Map, würde ich sagen. Hier gibt es auch eigene Repaints. Und ihr hört schon, es gibt sogar Ansagen. Und diese Repaints, die jetzt hier sind, die sind natürlich nur erst dazu gekommen mit dem, glaube ich, mit der MAN. NL202. Also für die... Ah, ich weiß, dass ich... wo war ich? Also jedenfalls gibt es ja Ansagen und der Bus ist ja jetzt dazu gekommen, weil er eben neu ist und der passt eben so schön. Und die Repaints auch. Also sieht wunderschön aus. So, einmal hier rum. Also ansonsten, ich habe ja wie bereits gesagt, die Map schon überflogen. Wunderschöne Map. Ganz klasse. Deswegen werde ich auch mehrere Videos zeigen. Sogar englische Nummernschilder gibt es ja. Nur leider das fehlt, was noch fehlt, die müssen gelb sein. Aber ich glaube, das kann man hier beim Omsi-Editor nicht machen. Aber na gut. Wie bereits gesagt, darüber kann man ja hinwegsehen. So. Also gut, wie bereits gesagt, diese Map ist eben nicht im Omsi-Forum verfügbar, weil sie eben früher was gekostet hat.
gibt es die eben nur im OZX-Forum, also ausx.org. Wenn ihr die Map unbedingt, wenn ihr jetzt dieses Video gesehen habt und ihr sagt, ah, die Map ist so klasse, ja, die Map ist so klasse, die muss ich unbedingt haben, und dann schreibt es in die Kommentare. Ich gebe euch gerne den Link dazu zum Download. Ganz schöne Map. Wir sind jetzt mittlerweile, ist es mittlerweile die Version 2.2. Also auch die Version 2.2 ist ganz frisch erst vom 12. Januar, glaube ich, rausgekommen. Also ganz schöne Map. Die klasse. Deswegen werde ich eben noch mehr Linien zeigen. Wie zum Beispiel, es gibt noch X, was weiß ich, es gibt X-Linien, noch ganz andere Linien. Also seid einfach gespannt drauf. Erstmal zeige ich mir euch den 100 da und dann sind wir weiter. So, warum fahren wir jetzt nicht? Gedacht, das ist irgendwie irgendwas kaputt. Die Ampelphase ist wieder so kurz, Alter. Mann. Wenn wir hier ranfahren, gibt es gleich einen Crash hier. Also wie bereits gesagt, ich habe keine Probenaufnahmen gemacht. Ich fahre einfach mal drauf los. Ich kenne die Strecke selber nicht. Ich habe die nur mal kurz überflogen. Also ich weiß selber nicht, wie die Strecke hier ist. Deswegen hoffe ich ja auch, dass ich keine Unfälle baue. So. Verkehr heute hier ist schlimm. Ich habe erst gedacht, wo ich die Map gesehen habe, ah, jetzt ist hier Linksverkehr. Aber der jetzt, wo ich gerade die Map zum ersten Mal angemacht habe, ist doch kein Linksverkehr. Es ist nämlich Rechtsverkehr, ganz normal. Und so vielleicht auch besser, weil ich Linksverkehr nicht. Zwar gibt es schon Busse mit Linksverkehr. Kennt ja den, wie hieß der, Dennis Biro oder so irgendwie ähnlich. Aber ich mag den Bus irgendwie nicht so. Deswegen bin ich auch irgendwie nicht so. Beeilt euch und schon wieder rot. Naja, ah, der Bus ist relativ voll. Heißen sie nächste Station? Oder vorletzte Station? Westgate. RD. Ich weiß zwar nicht, was RD heißt, aber ist auch egal. 10 Minuten fahren wir jetzt, also sind wir eine Weile beschäftigt. Also der Bus sieht von außen auch wunderschön aus, auch mit dem Repaint. Stagecoach. Oder steht da? Nee. Ist das ein A oder ein? Doch, Coach. Stagecoach. Newcastle City Center. Genau, da fahren wir nämlich hin, wie bereits gesagt. Und ich hoffe, hier kommen wir jetzt mal endlich mal aus dem Puschen hier. Und kommen jetzt mal in Richtung. Raus aus dieser komischen Kreuzung, die sowieso dämlich ist. Aber eigentlich sind wir mal dran. Eigentlich. Hunderten von Jahren. Millionen. Millionen von Jahren sind wir dran. Jetzt fahren wir also richtig los. Schönes Wetter. Hab eigentlich extra, da ich nicht weiß, weil ich nehme ja mal reales Wetter. Das wusste ich nicht, ob Manchester näher ist oder London. Deswegen habe ich einfach mal London reales Wetter genommen. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst es ja. Und da kommt unser Kollege. Moin moin. Ja. Also schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie bereits gesagt, wenn ihr die Link haben wollt oder wie euch die Map gefällt. Ich fahre, oder ob ich so schlecht bin, dass ihr keine Videos von mir mehr wollt. Ah ja, ihr wisst es schon. Jetzt drückt schon mal den Knopf und wollen welche aussteigen, obwohl wir noch 10 Minuten fahren. Also ich weiß nicht, das ist immer so. Gestern bin ich die Map Sachsen gefahren, die will ich auch davon durch irgendein Video zeigen. Und da fährt man ja auch übers Land und Landstraßen, da fährt man auch eine ganze Weiche. Trotzdem drücken die Leute schon, fahrgäste hier schon, niemand, ja, der Bus ist auch nicht mal richtig losgefahren, drückt man schon die Knopf, ja, will aussteigen und stellen schon wieder ewig. Das ist schon merkwürdig. Aber na gut, wenn sie meinen, wir müssen stehen, dann stehen sie. So. Dürfen nur 50. Naja, ist auch egal. Da hinten müssen wir sowieso wieder langsamer werden. Oh, jetzt zur nächsten Plan. Ich bin ja immer noch, hab ja noch so viel zu tun. Ich muss zum Beispiel noch German Truck Simulator wieder zeigen. Dann will ich wieder da auf da jemand gewünscht hat, die haben, dass ich bei Putner Perfect Addon 9, also Berlin-Hamburg, die Hamburger S-Bahn zeige, will ich doch das machen. Also ich habe wohl viel doch zu tun. Kommt ein haufenweise Videos demnächst oder in der nächsten Zeit. Es ist schon schlimm. Dann habe ich nebenbei noch Schule und das hat so viel zu tun. Da
weiß man alles, weiß man überhaupt nicht, wo man das alles hinpackt, so insgesamt. Hier fliegt gerade ein schwebendes Schildchen. Naja, ist auch egal. So, jetzt haben wir über diese hübsche Brücke und jetzt lädt er schnell nach. Ah, da ist wieder unser Spandauer Rathaus. Das ist immer lustig, wenn man das irgendwo auf anderen Maps sieht. Naja. Ihr seht schon, ich habe wieder ein bisschen am... Ich habe wieder einen neuen Soundmod runtergeladen. Gibt ja mal ein neues Update und so. Es gibt alles das... Diesen Soundmod gibt es Gott sei Dank im Omsipo. Müsst ihr einfach mal gucken beim Busmods. Da steht irgendwas von Soundmods für den MRNL202. Auch diese schicke die Texturen da, Texturen habe ich neue, zum Beispiel hier gelbe Stangen jetzt mit Reparier-Sitzen, Sitzbezügen und dieses IBS-Gerät hier schon digital mit Touchpad. Also so muss das heute sein in der heutigen Zeit mit hochmodernster Technik. So, wir fahren also noch weiter hier noch hier. Und jetzt ist da hinten Stau. Ach, da ist eine Kreuzung. Naja gut, jetzt stehen wir auf. Hoffentlich ist diese Ampel nicht so doof, dass wir hier wieder eine halbe Stunde stehen müssen, weil die alle 5 Minuten auf Rot, 5 Sekunden auf Rot schalten. So. Und Regen kann ich schon wieder auch nicht. Mann, ist das schlimm. Ich merke schon, die Crabs-Arte sind hier ganz langsam. Das ist wie bei Spandau. Spandau ist auch genauso schlimm. So. Wir wollen ganz schön viele aussteigen. Na gut, ist sowieso gleich Endstation. Wie weit? Na gleich. Denk mal da hinten, wir müssen einmal hier rechts rum. Und dann wird schon die Haltestelle sein. Oder? Wir können ja mal nachgucken, aber wir müssen schon weiter. Da ist eine Haltestelle. Ah ja. Ja, ist klar. So, ganz vorsichtig. Für die Ruckler will ich mich natürlich wieder entschuldigen, aber so ist das Leben. Ich werde mich, da ich ja noch nie neue Videos machen werde, müssen wir jetzt hier halten, ja. Dann wird es hoffentlich in den nächsten Videos wieder besser. Ach ja, stimmt jetzt. So, aussteigen, also Haltestelle, ne? Ja, muss fahren, Mann. Nein, Mann, lass doch mal an, Mann. Ah, ist ja gut, Junge. The next stop is Granger Street. This bus terminates here. Was ist denn? Ich hab nicht gerammt. Nein, der hat keinen Warnblinker an. Jetzt lass mich doch mal zufrieden, Mann. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt war gerade ein... wie soll man das sagen? Kleiner Fehler. Naja, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich habe gerade die Aufnahme kurz unterbrochen, weil ihr ja schon selber gehört habt, dass jemand eingeplatzt ist. Und fast habe ich gerade einen Unfall gebaut. Ich werde jetzt ungefähr nicht die Aufnahme unterbrechen und ich werde jetzt nicht schneiden, weil ich auch keinen Bock habe, jetzt zu schneiden. Anschneiden, ihr wisst ja, schneiden ist immer so viel zu tun, arbeiten. Und dann kommt es eben da raus. So, jetzt müssen wir also nach links. Da sind wir auch gleich schon da. Deswegen wollen wir noch gleich wieder alle aussteigen. Ich hab's wirklich gerade gesehen, ne? Hier ganz knapp. Ganz knapp. Ja, wirklich gerade. Eigentlich war doch der Bus. Eigentlich hat doch den Bus. Der Bus hat doch gerade dieses Auto berührt, ne? Komisch, dass eigentlich kein Warnblink angegangen ist. Und dieses Gehüpfe kommt bestimmt von, weil es so geruckelt hat, was so schlimm ist. Aber na gut. Ach, da kommen eigentlich die anderen Busse. Der 31er, der 38er, der 10er. Und der lässt mich durch. Na Gott sei Dank. Ach, wir sind schon hier. Na Gott sei Dank. So, das war's auch schon hier. Alles okay, alles prima.
Ich hoffe, euch hat das kleine erste Video gefallen, auch wenn ich gerade einen kleinen, kleinen Zwischenfall hatte, dass mir jemand hier ins Zimmer eingeplatzt ist. Dafür möchte ich mich entschuldigen, da ich dieses Video nicht schneiden werde, weil ich auch keine Lust jetzt habe. Gut, wir müssen mit Simon und Julia los. Lasse ich aber jetzt, ihr wisst ja, muss immer fahren. Also, ich hoffe, euch hat jetzt kein Einführungsvideo von Newcastle Pro gefallen. Also, in den nächsten Videos werde ich zum Beispiel, könnten wir auch mal den 36er fahren. Auch eine nette Linie, glaube ich, hoffe ich mal. Ja, und ansonsten, wenn ihr den Link haben wollt, schreibe ich den gerne rein ins Video. Also, schreibt das einfach in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich sage tschüss, euer Planer 93.000.